23. Spieltag in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B Nord. Die SBB Baskets haben die Itzehoe Eagles zu Gast. Der Tabellendritte empfängt also den Tabellensiebten. Die Gäste brauchen dringend den Sieg, um die Playoffs nicht zu verpassen. Wolmir Stedt geht aber ersatzgeschwächt in die Partie und hat aber das Saisonziel Playoffs schon erreicht. Bei der SBB ist Nachwuchsarbeit ein wichtiges Thema und deshalb hat man sich mit dem ehemaligen Mannschaftsmitglied Steffi Grigoleit, sie spielt jetzt in der ersten Bundesliga bei Alba Berlin, zusammengetan, um einen Basketball Girls Day noch in dieser Saison zu organisieren. Ja, wir wollen einfach so viele Mädchen wie möglich zusammenbekommen und mal wieder für den Basketball begeistern. Muss man eine gewisse Körpergröße haben? Ach, das sagt man immer so, dass die Größen immer die besten Voraussetzungen haben, aber das ist natürlich nicht so. Unser kleinster Freund kann das auch irgendwie 1,65, also das ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache sportlich und begeistert für Basketball. Ein Datum dafür steht aber noch nicht fest. Jetzt zur Partie auf der Platte, die von Anfang an nicht so gut für die Gastgeber lief. Die Männer von Trainer Alko Pottas liefen fast die ganze Zeit einem nicht unerheblichen Rückstand hinterher. Deutlich war zu sehen, dass die sicheren Werfer in der Aufstellung fehlten und dass die Gäste sich erfolgreich unter den Körben behaupten konnten. Nach zwei Vierteln, die SBB kämpfte sich zwischenzeitlich sogar einmal eine kleine Führung heraus, stand es 34-40 für die Gäste. Nach der Pause im Wesentlichen das gleiche Spiel, das aber zunehmend härter wurde. Gegen Ende der Partie wurde es noch einmal richtig spannend, denn der SBB war nicht nur der Ausgleich gelungen, sondern auch 4 Minuten vor Schluss die Führung mit 4 Punkten. Beide Trainer nutzten Auszeiten und versuchten mit taktischen Hinweisen ihre Mannschaften entsprechend einzustellen, aber am Ende war die Treffsicherheit und das Zeitregime auf der Seite der Gäste, die mit 84-86 die beiden Punkte mit in den Norden nehmen. Ich glaube, dass wir von Anfang an hellwach waren. Wir haben einen guten Start hingelegt, haben den Ball gut bewegt, haben defensiv funktioniert, relativ wenig zugelassen. Haben mit Sicherheit davon profitiert, dass Wolmirstedt heute nicht komplett war und gute Werfer gefehlt haben. Aber ja, man hat, glaube ich, gesehen, dass wir um die Playoff kämpfen, dass jeder Punkt für uns zählt. Und dementsprechend glaube ich, dass wir uns gegen Ende das Glück ein bisschen erarbeitet haben. Und mit dieser Leistung bin ich natürlich absolut zufrieden. Glückwunsch an Timo und sein Team. Ich glaube, wir sind einfach nicht richtig mit der Intensität ins Spiel gestartet. Und dann wird es am Ende ganz schwierig, so ein Team nochmal aufzuhalten, was schon mal so kickt. Ich glaube, wir haben den Ball sehr, sehr schlecht von außen geworfen. Das hat uns definitiv nicht geholfen. Erste Halbzeit haben wir den Ball sehr gut rebounded, zweite Halbzeit gar nicht mehr. Das ist dann schwierig. Ja? Also, wenn man erst 8-9 Minuten vor Ende richtig hart spielt, richtig geht, dann wird es schwierig. Am 5. April, das ist ein Mittwoch, wird um 18 Uhr in der Halle der Freundschaft das Spiel gegen die Dragons Röndorf nachgeholt, das wegen des tödlichen Autounfalls von Mubarak Salami ausgesetzt wurde. Auch dann wird die Mannschaft wieder die Hilfe der Fans in der Halle brauchen.